ersten Halbjahr 2020 ist die Anzahl der verbücherten Eigentumswohnungen in Österreich um 4% auf 23.868 Einheiten zurückgegangen. Der Wert der verkauften Wohnungen belief sich dabei, wie bereits im ersten Halbjahr 2019, auf 5,6 Milliarden Euro. Der Wohnungsmarkt befindet sich also noch immer auf sehr hohem Niveau. Die Preise für Eigentumswohnungen legten in Österreich, vor allem aufgrund des knappen Angebotes in vielen Regionen, um 4,4% zu. Im Schnitt kostete eine Wohnung im ersten Halbjahr 2020 rund 216.000 Euro bzw. 3.473 Euro pro Quadratmeter. Trotz steigender Preise sind Eigentumswohnungen sowohl bei Anlegern als auch Eigennutzern weiterhin sehr begehrt. Die Auswirkungen von Covid-19 auf den heimischen Wohnungsmarkt werden wohl erst Ende des Jahres bzw. im ersten Halbjahr 2021 spürbar und sichtbar werden. Wir erwarten uns im ersten Halbjahr 2021 ein steigendes Wohnungsangebot und weitestgehend stabile bzw. leicht rückläufige Preise. Alle Detailinformationen zu den Wohnungsmärkten in den einzelnen Bezirken finden Sie unter remax.at.